Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Wir sind unterwegs von Reno nach Santa Cruz, glaube ich. Jawohl, ups, nicht den LKW da rammen. Das mag der nicht so. Ich auch nicht. Ja, mit 19 Tonnen Reifen, die wir dort abliefern müssen. Haben noch eine Fahrzeit von 4 Stunden 44 bei einer Restzeit von 6 Stunden 7. Das heißt, wir sollten da also auch locker in der heutigen Folge hinkommen und können da dann aller Ruhe rangieren. In der letzten Folge habe ich mir ja das Rangieren gespart. Also das Einparken. War alles eine recht enge Geschichte und es wäre von, dann hätte ich den Rest der Folge wahrscheinlich dort rumrangiert. Das wollte ich dann auch nicht. Deswegen habe ich das Beladen übersprungen und bin dann gleich losgestartet. Also was heißt gleich losgestartet? Weil wir waren ja vorher noch den LKW reparieren, den Anhänger reparieren. Das haben wir dann auch mal gesehen, wie das funktioniert. Es wird einem also tatsächlich gleich beides angezeigt und man kann dort seine Sachen dann reparieren lassen. Ja, schön wäre immer noch, wenn man tatsächlich mal eigene Mechaniker in den Werkstätten hätte, die dann auch selber reparieren können. Dass ich dann quasi zu meiner eigenen Garage fahre oder einer meiner Garagen und wenn dort ein Mechaniker ist, repariert er meinen LKW halt entsprechend günstig natürlich, weil ich ja nur Teile zahlen muss. Arbeitszeit fällt ja insofern dann weg, weil er ja angestellt ist und Gehalt kriegt. Hätte auch noch was. Und man dann im Prinzip halt einstellen kann, bei der Garage stelle ich einen ein und bei der anderen halt nicht. Das wäre eine feine Sache. Naja, vielleicht kommt sowas ja nochmal irgendwann. Bezweifle mal, dass irgendjemand von SCS Software hier dieses Video sieht, aber vielleicht hat auch jemand von denen mal die Idee, dass man das einbauen könnte. Oder genug andere, die, wo sie das dann auch mitkriegen. Mein Kanal ist dann mit den 1400 oder nicht ganz 1500 Abonnenten dann doch ein bisschen zu klein, als dass der von SCS berücksichtigt würde. Gleiche gilt natürlich für den Euro Truck Simulator, da könnte man das dann auch genauso machen. Mechaniker für die Werkstätten. Jetzt gilt es aber erstmal die Ware hier abzuliefern. Ups. Wo müssen wir denn lang? Das ist hier noch die große Frage. Geradeaus, gut. Schön, dass diese Spur geradeaus führt, sonst hätten wir jetzt ein Problem gekriegt. Ein ganz kleines, klitzekleines. Klitzekleiner. Naja, aber war ja alles gut. Ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, Euro Truck Simulator spiele ich jetzt mit den Pro Mods 2.3. Die sind letzte Woche rausgekommen. Und habe ich mir natürlich sofort runtergeladen und installiert. Das ist logisch. Wurde auch extra in der E-Mail erwähnt, oder in dem Newsletter erwähnt, nicht kompatibel zu der 1.32 Beta beim Euro Truck Simulator. Sie haben sie jetzt halt schon rausgebracht, die 2.3, einfach, weil sie nicht
warten wollten, bis der Euro Truck 1.32 rauskommt, weil es gibt kein offizielles Release-Datum, wann das Update oder ja, wann das rauskommt. Kann diese Woche sein, kann in 2, 3, 4, 5 Wochen sein oder noch später. Hängt, denke ich, auch immer davon ab, was für Fehler auftreten während der Beta-Phase. Die müssen natürlich dann erstmal behoben werden. Können Kleinigkeiten sein, kann aber auch was Umfangreiches sein. Man weiß es nicht. Und ja, entsprechend kann sich das Ganze noch ziehen. Ne? Gleiches gilt natürlich hier für den American Truck Simulator. Ich denke mal, wenn die 1.32 rauskommt, dann werden beide gleichzeitig kommen. Also sowohl Euro Truck als auch American Truck. Alles andere macht ja wenig Sinn. Fehler werden bei beiden die gleichen sein. Und ich habe, glaube ich, kein Licht an, oder? Richtig. Sollte man um die Uhrzeit jetzt aber dann doch mal langsam anmachen. Wird doch schon recht dunkel da draußen. Und da ist es eindeutig besser, mit Licht zu fahren. Ja, ich muss immer gucken, was ich heute jetzt dann noch alles Feines aufnehmen kann. Ihr seht die Folge am Samstag, von daher dürften dann die meisten Sachen, die ich heute aufnehme, schon durch sein. Euro Truck habe ich schon aufgenommen. Planet Coaster in der letzten Woche schon. Und ja, geplant ist natürlich noch Cattle and Crops wieder eine Folge. Farmers Dynasty möchte ich gerne noch eine Folge aufnehmen, da ist ein großes Update gekommen. Wer es also noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ja, My Time at Porsche ist natürlich Pflicht. Freue ich mich auch schon mega drauf, das wieder weiterzuspielen. Da haben wir ja in der letzten Sonntag in der Folge einen Antrag gemacht und Montag haben wir dann geheiratet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da müssen wir lang. Ja, da geht richtig was bei My Time at Porsche. Ja. Und ich spiele es einfach wirklich immer noch mega, mega gerne. Mir gefällt so das Spieleprinzip total. Bisschen Story, ein bisschen, ja, muss man sein, ja, alles aufbauen und, also Aufbauspiel hat den ein oder anderen Endboss oder Endgegner, den man da, und es ist eine schöne Story dabei. Sozialteil wird nicht vernachlässigt, man kann Leute kennenlernen, man schließt Freundschaften, man hat seine Dates, man kann heiraten, weiß gar nicht, ob es auch noch mal Kinder gibt oder geben wird, ist ja auch noch Early Access das Spiel. Ja, man kann halt viel, viel, viel Gebiet erkunden. Und Gutes für die Dorfgemeinschaft tun. Ein Museum können wir noch irgendwann freischalten oder bauen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie das geht, aber ich habe schon gesehen, dass es jemand gemacht hat. Und wir Andeutungen haben wir ja schon. Wir haben ja schon das ein oder andere Item da oder den ein oder anderen Gegenstand, den man ins Museum stellen kann. Nur, dass uns dieses halt noch fehlt. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Los Angeles. Na, fahrt ihr wohl? Okay, wir dürfen nur 30, also von dem her ist die langsame Fahrweise ja gerechtfertigt, aber
Muss gucken, dass ich nicht zu weit in die Kurve reinziehe. Dass der Anhänger da nicht voll auf die innere Spur gerät. Wäre nicht gut. Und hier wäre es jetzt noch schlechter, weil da ist dann die innere Spur die Leitplanke. Passt. So, du blinkst, das heißt, du biegst dann auch ab. Sofern frei ist. Gleiches werden wir auch tun. Nur, dass wir ein bisschen mehr Platz brauchen als der PKW. Ui! Your Speed. Die Dinger kennt man ja bei uns auch hier in Deutschland. Das war mir noch gar nicht aufgefallen. Sind die mal irgendwann jetzt reingekommen? Habe ich noch nie gesehen hier im Spiel. Ist auch wieder so ein nettes Gimmick. Was quasi keinen Nutzen hat, also spielerisch so keinen Nutzen, aber das Spiel trotzdem sehr aufwertet. Und ja, einfach so diese Details, ne? Das ist das, was hier die Euro Truck und American Truck Simulator so ausmacht. Santa Cruz, wir können schon noch Schildern fahren, sehr schön. Das heißt dann, wir sind ja auch bald am Ziel, ne? Stunde noch. Ja, das schaffen wir gut in dieser Folge. Stunde, bis wir dort sind. Stunde, bis wir dann rangiert haben oder so. Warum biegst du nicht ab? Dann könnte ich nämlich auch. Aber der Herr muss ja, oder die Dame. Er biegt ab. Warum hast du das nicht bei Rot gemacht? Du hättest es dürfen, du hättest es können. Du hättest es müssen. Zumal da ja nun wirklich nicht mit Querverkehr zu rechnen war. Ja, in die Richtung abbiegen dürfen wir leider nicht. Ups. Ups, sage ich dann nur. Das ist auch ein schöner Transport, ne? So ein Kranwagen von der Baustelle abzuholen. Wenn wir mal wieder hier in der Gegend sind. Ja, American Truck wollte ich ja eigentlich nur eine Weile spielen, bis da mal wieder was Interessantes rauskommt. Es war dann genau die Zeit, wo was Interessantes rauskam. Viel Neues gab es hier ja nicht mehr zu sehen. Und dann kam jetzt natürlich die 1.32 Beta raus. Das ist ein Grund weiter zu spielen und dann jetzt das kommende DLC sowieso. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das heißt, der American Truck Simulator wird euch noch eine Weile erhalten bleiben. Und danach verschwindet er natürlich auch nicht vollständig. Ups. Waren wir zu schnell unterwegs? Da hätten wir pennen können. Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall noch rechtzeitig ankommen, bevor wir schlafen müssen. Ja, also wie gesagt, werden auf jeden Fall das Oregon DLC dann noch eine ganze Weile spielen. Und wenn das dann mal alles so durch ist, dann denke ich, sollte bis dahin nicht was Neues gekommen sein. Ups. Ich glaube, wir waren zu schnell. Houston, wir haben ein Problem.
Ja. Werkstatt. So, zur Werkstatt abschleppen. Ja, mach mal. So, da können wir dann jetzt erstmal reparieren lassen. So, das wird jetzt teuer. Oh, gar nicht mal so teuer. Hatte ich jetzt mehr erwartet? Ist natürlich die Frage, wie sehr ist die Ladung beschädigt? Wie viel Zeit haben wir noch? Nächste Pause in 0 Minuten. Und wir haben noch eine Restzeit von 3 Stunden. Eine Fahrzeit von 2 Stunden. Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen nämlich pennen. Wir kommen gar nicht drum rum. Wir müssen pennen. Kommen jetzt aber natürlich viel, viel, viel zu spät bei der Firma an. Das wird ein teurer Auftrag. So, ich kann jetzt nämlich keine 2 Stunden weiterfahren, das ist mein Problem. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Einmal nicht aufgepasst. Na. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus. Jetzt passt's. So. Das ist jetzt richtig doof gelaufen. Da hätten wir auch parken können. Es läuft jetzt noch doofer. Wieso fahre ich denn in die falsche Richtung? Ich hole Fritte. Wieso biege ich in die falsche Richtung ab? So. Jetzt aber. Ja, da kommen wir jetzt ein paar Stunden zu spät. Restzeit 0 Minuten. Ist nicht wirklich optimal gelaufen mit dem Auftrag hier. Um nicht zu sagen, ganz mies. 1% Schaden hat die Fracht auch noch. Hoppala. Nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Da. Ich wollte das da raus haben, dass ich sehe, wo ich hinfahren muss. Drückt man wild auf die Tasten rum und trifft doch nicht die richtige. Kippt tatsächlich der LKW um. Das ist mir jetzt in den ganzen Folgen noch nie passiert. Euro Truck Simulator auch noch nie passiert. Da habe ich ja 350 Folgen oder so. Ne, fast 400, glaube ich. Und es ist trotzdem noch nie passiert. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Fahren wir noch einmal über diese Brücke. Diesmal aber kostenlos, okay.
Ja, dann schaffen wir das jetzt doch nicht ganz in der Folge. Also natürlich schaffen wir das, weil ich werde die jetzt natürlich fertig fahren. Die Zeit haben wir jetzt. Weil für eine weitere Folge reicht's nicht. Hoffe ich. Außer wir verbocken das jetzt vollends. Kippt mir tatsächlich der Truck um. Ich fasse es nicht. Voll nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. So schnell passiert's. So schnell passiert das. Und zur Übung dürfen wir die ganze Strecke nochmal fahren. Nun denn. Oh, das war ein Hubschrauber. Dead One Hubschrauber. Kippt mir tatsächlich der Truck um. Da komme ich jetzt nicht so schnell drüber weg. Das ist mir echt noch nie passiert. Ja, ist ja gut. Die Fahrt wird richtig teuer. Wir haben ja die ganzen Kosten und werden keinerlei Bezahlung kriegen. Ich weiß nicht, ob wir sogar noch für den Schaden zahlen müssen. Okay, das hat keinen Schaden verursacht. Fährst du deine Schüssel da jetzt wohl weg? Ganz unauffällig, ist gar nichts passiert. Ist nichts passiert, gehen Sie einfach weiter, es gibt gar nichts zu sehen. Wir sind wieder zu schnell, ne? Nicht, dass wir nochmal einen Tausender latzen dürfen. Nächster Versuch. Wie viel haben wir noch? Stunde. Das heißt noch 3 Minuten oder so. 3, 4 Minuten. Ja, ich werde dann natürlich nicht einparken. Oder die leichte Variante nehmen. Weil das zeitlich jetzt natürlich sonst völlig aus dem Ruder läuft. Wieso biegt der nicht einfach ab? Wenn du jetzt nicht geradeaus fährst. Gut. Oder auch nicht gut. Wenn ich dich krieg, dann haue ich dich. Sie dürfen rechts abbiegen und die Deppen machen es einfach nicht. Und stehen dann einfach vor mir rum. Das ist nicht nett. Du bist nicht nett, du da vorne. Ganz und gar nicht. Ja, da können wir nochmal wieder die Baustelle. Oh, diesmal steht andere Ladung da. Kein Kranwagen mehr. Ja, so ändert sich das. So ändert sich das. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mehr Glück haben bei der Kurve und nicht schon wieder uns auf die Seite legen. Das wäre peinlich.
Das wäre richtig peinlich. Ja, hätten wir jetzt nicht pennen müssen, hätten wir das Ganze noch auf die Reihe gekriegt. Aber so war das natürlich auch nicht mehr drin. Bin mal gespannt, ob wir noch Strafe zahlen müssen für den 1% Schaden oder ob wir nur einfach nichts kriegen. Beides ist möglich. Beides ist möglich, also. Dafür, jetzt sehen wir dafür das Ganze hier bei Tag, die schöne Küstenstraße. So, da vorne kommt die kritische Kurve. So. Diesmal haben wir es geschafft. Diesmal haben wir es zum Glück geschafft. Dann schaffen wir jetzt den Rest der Strecke hoffentlich auch noch. Oh, das ist neues Gebiet, was wir hier befahren. Da waren wir noch gar nicht. Ich sehe es gerade an der Kreuzung da vorne. Da ist, sonst wäre da so ein gelber Zapfen. Also dann Teil der Querstraße wäre gelb. So nämlich. Schön, dann decken wir zumindest mal ein Stück neue Karte auf. Das ist ja schon mal sehr gut. Kippen wir einfach um. Ich fasse das echt nicht. Das ist mir noch nie passiert. Und ich fahre ja schon einige Stündchen den Euro Truck oder American Truck Simulator. V. Oder Wii. So, dann machen wir auf jeden Fall die Schnellvariante vom Einparken. Entweder einfach halt geradeaus reinziehen oder direkt einparken lassen. Das müssen wir jetzt gerade mal gucken. Das definitiv nein. Da können wir drüber reden. Das machen wir, dass wir zumindest ein paar EP vielleicht noch kriegen. Yes, yes. Was habe ich mich denn da jetzt wieder eingelassen? Da müssen wir aber weit ausholen, dass wir da ums Eck kommen. Stopp! Brr, halt! Wer hat sich denn die Art Einfahrt ausgedacht? Wer bitte sehr hat sich denn diese Art Einfahrt hier ausgedacht? Passt. So, abkoppeln. Ach nee, nicht abkoppeln. Entladen. Fast verspätet. Ja, ein bisschen. Wir kriegen trotzdem noch Geld. Okay, das wundert mich. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir komplett leer ausgehen. Aktuelle Aufträge der Firma. Oh. Cool, das ist auch neu.
So. Frei wie der Wind. Fahren wir hier gerade noch ein Stückchen raus. So. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir hier wie auch immer rauskommen. Das wird spannend. Ja, in diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.